Moin moin, meine lieben Friends und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ark Survival Wolf. Ich weiß, das hat in letzter Zeit etwas nachgelassen. Das tut mir auch mordsmäßig leid, weil ich wollte ja unbedingt weitermachen mit Ark. Und ja, wie bin ich nicht dazu gekommen? Keine Ahnung wieso. Kann ich euch leider nicht erklären. Ja, ich würde es gerne, aber ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ach, wie dramatisch. Ja, hat natürlich viel Zeit in Anspruch, weil ich ja bei Ark meine Webcam nutzen wollte. Und eigentlich bei Assassin's Creed ohne Webcam machen wollte. Aber die letzten Mal habe ich aus Versehen doch eine Webcam angehabt. Ich weiß gar nicht wieso. Ich hatte es eigentlich rausgenommen gehabt. So, ne? Aber gut, ist egal. Ja, und dadurch hatte ich ja natürlich die letzten Tage nicht wirklich viel Zeit für Ark. Aber heute nehmen wir jetzt auf jeden Fall die Zeit. Ja, was habe ich mit euch vor? Ich habe zu Hause kaum noch Materialien, um mein Lagerhaus weiterzubauen. Ich habe aber theoretisch gerade die Materialien, wie ihr seht, im Gepäck für das Gewächshaus. Das heißt, wir könnten halt das Gewächshaus fertigstellen und könnten schon mal Beete anbauen, ja, also dass wir schon mal so weiter vorgehen werden. Dann brauchen wir noch Öl für den Industriegrill, den wollte ich auch fertig machen. Obwohl ich glaube, da haben wir jetzt auch schon wieder alles fertig, das Öl. Ich werde mal hier den noch töten, den Endforcer. Und sogar einen 40er. Da würde ich sogar noch die Blaupause mitnehmen. Junge, der ist stabil. Du bist stabil, Bratan. So. Sit down, please. So. Spitzhacke, war am meisten Öl. Ah, easy. Okay, also für den Endforcer auf jeden Fall mit der Spitzhacke draufhauen, wenn ihr Öl braucht. Da kriegt ihr das meiste Öl raus. So, wir haben nochmal 19 dazu bekommen. Sollten jetzt eigentlich genug für den Industriegrill haben. Wir haben jetzt 42, ich denke schon, oder? Ja, wenn ihr auf dem Rückweg noch jemanden finden, könnt ihr den noch erledigen. Das wäre jetzt nicht so das Problem. 58, 40 und dann habe ich zu Hause noch einen. Also könnten wir drei mächtige Enforcer herstellen. So. Ach, gib mal, der reduziert sehr den Wicht von den. Nicht schlecht. Du bist ein guter Agentar, was muss ich sagen. Ja, also dass wir heute ein Industriegrill weiter basteln und unser Gewächshaus fertigstellen. So dass wir uns dann in der nächsten Folge um unser Lagerhaus komplett kümmern können. Ich muss mal schauen, wie ich das morgen mache. Theoretisch müsste ich die Folge eigentlich morgen mit, weil ich morgen wieder auswärts schlafen wollte. Außer die Person kommt zu mir. Müsste man natürlich dann überlegen. Eigentlich wäre es scheißegal. Mittwoch früh in alter Frische müssen wir sowieso beide an den gleichen Ort. Also ob wir nun von mir aus fahren oder von ihr aus, nimmt sich eigentlich nicht viel. Ja gut, das würde ich nur spontan entscheiden, wenn ich, ach, dann nehme ich die Folge direkt danach noch gleich mit auf und lade die dann morgen bei ihr hoch. Ja, es ist eine sie. Und ja. Oh, hier ist noch Metall. Nehmen wir noch mit. Das heißt, wir müssten eine Farming-Folge machen. Aber während der Farming-Folge könnten wir theoretisch eigentlich auch bauen. Wir könnten Materialien sammeln und könnten diese dann, wenn wir sagen, okay, der ist jetzt voll der Dino, dann könnten wir den, die Materialien dann eigentlich ausbauen. Müssten wir nur eigentlich überlegen, ob jetzt noch in der Folge, sobald wir den Grill und das Gewächshaus fertig haben, ob wir uns dann nochmal einen Biber schnappen und den zähmen. Wir haben da unsere kleine Ecke, wo wir den Biber zähmen können in Ruhe. Was natürlich auch wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, aber das kann ich auch wieder zusammenschneiden, das ist jetzt auch nicht das Problem. Ja gut, Steine haben wir auch so schon. Ja gut, aber dafür haben wir den Dydikorus. Ja, mich ärgert es total, dass mein Biber gestorben ist, ey. Oh, können wir nur darüber aufregen, wirklich, sage ich euch. Das kotzt mich immer so an. Und dennoch so ein Dummtode, weißt du? Sondern immer nicht so, dass es das wenigstens ein verdienter Tod war, wo ich sage, okay, der Kampf war wirklich hardcore. Das ist ein dummer Tod. Nein, du sollst ihn noch nicht einsammeln, du Idiot. Du farmst mir noch nicht genug Öl. Zweimal Öl hat er jetzt mit drin, wie kriegst du das noch raus? Naja. Du Arschloch. Du Arschloch. So, entschuldige, das klang gerade ziemlich homosexuell. Ja,
habe schon wieder so viele Electronic Cards, da können wir auch schon wieder Kühlschränke draus basteln. Also von den Elektronik-Sachen her sind wir sehr gut ausgerüstet. Top, muss ich sagen. Ja? Also dafür, dass Extinction anfangs mir nicht gezeigt hat, wo hier alles ist, so. Wie ich gedacht habe, oh Gott, wir werden hier elendig an Gammelfleisch, nur noch von Gammelfleisch ernähren müssen. Würde ich sagen, haben wir eigentlich eine sehr gute. Ja. Sehr gute. Sagt man dazu? Haben wir eigentlich gut an wertvollen Rohstoffen gefunden. Eigentlich müsste ich noch ein bisschen mehr Öl sammeln. Wir brauchen ja noch ein bisschen Benzin für den Stromgenerator und für den Grill und für den Fabricator. Ach, wir brauchen so viel Benzin. Ist aber aufgefallen, du hast ja auch wirklich null tiefes Wasser, wo man sagen könnte, okay, komm, wir gehen mal eine Runde tauchen und holen uns ein paar Ölsteine. Aber wo könnte es denn hier noch Ölsteine geben? Ah, im Schneebiom, wa? Obwohl ich auch im. Also jetzt, wo ich es gerade gesagt habe mit dem Schneebiom, ne? Bin ich am Überlegen, ob wir nochmal ins Schneebiom fliegen. Und uns dort Ölfarmen gehen. Weil, wie gesagt, es ist essentiell. Ihr wisst, wo ihr Öl herbekommt. Würde euch natürlich auch im Vorhaben unterstützen. Und da müsste es eigentlich Öl geben. Bin ich mir zu 70% sicher. Ja, wir gucken einfach mal. Wir fliegen jetzt mal zurück. Ich denke mal, es sollte reichen für die restlichen Dächer. Sollte ich jetzt hier noch was auf dem Rückweg finden an Kristalle, werde ich die natürlich mitnehmen. Auch gesagt, wie gesagt, Metall. Metall können wir auch jedes immer gebrauchen. Jedes Mal. Ich wüsste ja nicht mal, ob es in der Wüste Öl geben würde. Da werde Pech das Ganze da nicht mal lange rumfliegen. Oh, Obsidian. Ja, davon brauchen wir auch was. Obsidian findest du hier voll wenig. Weil das ja meistens eher ihr Vulkangestein ist. Wir keine Vulkane haben. Alles auf The Island und auf The Center hat es da ganz viele Vulkane. Da hast du auch eine extra. Auf The Center hatte zum Beispiel hatte man auch eine extra Vulkaninsel. Fand ich auch krass. Und da konnte man natürlich dann auch sehr gut an edlen Ressourcen farmen, wie Kristalle, Metall, Obsidian. Aha. Ja, man muss einfach mal auch hier am Boden lang gleiten. Und da findet man auch schon seine Sachen, die man braucht. Also, Extinction ist ja, viel versteckt auch, ne? Ist offensichtlich hast du die Masse, aber auch viele kleine versteckte Dinge. Weil sobald du die Masse weggefarmt hast, denkst du, du bist jetzt hier an Mangelware sterben. Und was heißt sterben? Kristalle sind jetzt nicht unbedingt überlebenswichtig, aber sie sind schon essentiell. Kick mal hier noch ein bisschen Obsidian im Stein versteckt, ne? So kommt man auch an seine Ressourcen, wenn man ordentlich guckt. Und hier haben wir auch wieder Kristall. Ich denke mal, ob das nicht knapp wird. Ich gucke einfach mal. Wir fahren jetzt mal das Metall. Wenn nicht, muss ich ein bisschen Metall rausschmeißen. Ist jetzt auch nicht so ein Problem. Wir haben recht viel Metall. So, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass wir jetzt hier, wenn wir jetzt 100 rausschmeißen, ob wir jetzt hier an Metallmangel leiden. Aber kam jetzt sowieso nicht so viel Metall raus. Und Kristall wird jetzt auch nicht so viel rauskommen. Ja, sag ich ja. Also das sollte der Agent Harvest noch schleppen können. Ja, das wird 300 frei. Ja. Jetzt tun wir nicht so, als ob ich jetzt hier über 300 Kilo wiege mit meiner Rüstung und meinen Waffen.
Hier, guck mal, hier steckt das Schwert von diesem Megasort drin. Ich nenne jetzt einfach mal Megasort. Das ist diese Riesenmaschinerie, die wir auf jeden Fall brauchen für die Titanen. Und hier steckt das Schwert drin. Finde ich überkrass, oder? Richtig geiles Feature. Ob man das nachher auch rausrücken kann, wenn man sich selber so einen Megasort gebaut hat? Ich glaube, den kann man hier bauen, oder? Man muss den bauen können. Man muss irgendwie die Titanen besiegen können. Mann, du sollst aufhören, die zu farmen. Hast jetzt zwar mehr Öl rausbekommen, aber trotzdem ist Kacke. Hör auf damit. Oh. Ja gut, der hat jetzt ein bisschen mehr Öl droppen lassen. Trotzdem, hör auf damit. Quäl dich hoch, Angelhavis, quäl dich hoch. Sehr gut, also dadurch, dass wir schon in der letzten Folge gut gefarmt haben, konnten wir jetzt den Rest farmen, dann können wir die Kacke fertigstellen. Hoffentlich. Können den Industrieriegel bauen, auf jeden Fall können wir den bauen. Und da würde ich sagen, bauen wir auch gleich schon mal eine Pelzrüstung für die Schneetour. Dann werde ich noch so ein paar Sachen einpacken, die vielleicht wichtig sind für unterwegs, dass wir die nicht extra bauen müssen. Ja, und da werden wir uns in den nächsten paar Folgen an unser Lagerhaus weitermachen. Ne? Dann können wir nämlich das Lagerhaus einrichten und können endlich unsere Sachen bunkern. Und dann müsste ich eigentlich theoretisch mal irgendeinen Abend so komplett nur für mich haben, wo ich eigentlich den ganzen Abend dann nur die Lager, die Schränke fürs Lagerhaus fertig mache. Also das heißt, alle befüllen. Dadurch, dass ich das mega groß haben möchte und auch von allen ganz viel haben möchte, wird das natürlich dann schon eine ordentliche Zeit in Anspruch nehmen. Ne? Also da müsste man wirklich den ganzen Zockerabend nur mit Ark beschäftigt sein. Ja, muss ich mal schauen, wann ich dafür Zeit finde. Spätestens in 2 Wochen. Also die Woche nicht, auch nicht die nächste, sondern darauf die Woche. Da hätte ich dann auf jeden Fall Zeit noch. Ja, gucken wir einfach mal, wie wir das Ganze machen. Du sollst hier in den Schrank hier reingucken. Joa, Steine hätten wir auf jeden Fall noch ein paar, aber wir müssen auch noch Pillar neu bauen. Wir haben nur noch einen Pillar. Die haben wir jetzt auch verbraucht. Aber ich muss sagen, es ist ganz gut geworden. Also mir gefällt es, was ich da hinten sehe, so von weiter entferne. Wenn da jetzt noch 2 Stockwerke, also ich habe überlegt, ob wir noch 2 Stockwerke schön raufbauen. Also, dass wir das richtig groß machen. Ja, das muss richtig groß sein. Ich möchte natürlich da auch gut was vorbauen, dass ich eure Kreativität anregen kann. Euch da auch viel unterstützen kann. Und stimmt, Zementpaste brauche ich dafür auch noch, ne? Aber warte mal, ich habe hier drüben noch Zementpaste. Und wenn nicht, rauben wir einfach ein paar Biberdämme aus. Ich glaube, ich habe hier noch ein paar, wo Zementpaste drin ist. Ich gehe gleich nochmal durchzählen, nicht dass ich zu viel baue, weil das wäre Kristallverschwendung, weil Kristalle brauchen wir auch noch für die technischen Geräte. So, ne, und wenn wir jetzt hier gleich die Dinger fertig machen, dann will ich jetzt hier nicht an zu viel Kristall verbrauchen. So, dann gehe ich mal durchzählen. Ich glaube, wir brauchen noch 12, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weißt du, so eine Sache merke ich mir, aber nicht, was ich letzten Tag gemacht habe. Mein Spaß. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tatsache, ich bin so gut. Das habe ich mir sogar noch gemerkt. Jo, also 12 Dächer noch und dann haben wir das Gewächshaus fertig. Dann brauchen wir nur noch eine Wasserleitung. Die bauen wir aber auch Stein. Und ein Beet. Ach, ein Beet, sag ich schon. Mehrere Beete.
gleich weiterbrennen lassen. Aber wir bräuchten noch Holz, um weiterbrennen zu können. Ich habe so viel Metall. Ich bade im Metall. Ja, theoretisch können wir gleich die Küche neu. Nach dem Lagerhaus können wir gleich die Küche anfangen. Weil nebenbei werde ich auf jeden Fall noch weiter so eine Ressourcen sammeln. Weil ich denke mal, im Schneebiom wird es auch sowas geben. Und dann bade ich hier einfach im Metall. Und kann mir drei Küchen wahrscheinlich basteln. Eine Großküche natürlich, ne? Hatte ich euch ja schon Bericht erstattet, dass wir sowas auch noch bauen werden. So, erstmal entspannt alles einsortieren. Wir haben Zeit. So. Ich eigentlich noch Holz drin? Reichen auch 200, das 6er. Auch wenn der Schrank danach leer ist, ist mir wurscht. Nein, ich habe nichts mehr. Okay. Aber gut, Stroh funktioniert da auch. Zugebombt, würde ich sagen. So, und was da Steine drin war, mein Großer? Gutes Altmetall kann ich jetzt erstmal nicht brennen. Da muss ich warten, bis wieder Platz frei ist. Finde ich aber cool mit dem Altmetall. Finde ich richtig gut gemacht. Das wäre eine gute Idee von Wildcard gewesen. Gibt es Props von mir? Alter, ich habe so viel Kohle. Aus können wir so viel Schießpulver machen. Eigentlich von jedem relativ viel, muss ich sagen. Ne, das müssen wir auch erstmal alles verbauen können. Haben wir. Sogar 36 Öl bleibt noch übrig. Aus den 36 könnten wir eigentlich noch Benzin herstellen. Nur. Was fehlt uns denn? Electronic Cards oder fehlt uns Metall? Wie gesagt, Metall habe ich auch noch extra in einem Schrank drin. Dann ist das Metall, was da im Schmelzofen ist, ja auch gleich bei 200 angelangt. Das heißt, es ist auch zu Ende gesteckt. Also, daran soll das jetzt nicht mangeln, ne? Okay, wir können immer noch einen herstellen. Achso, die Kristalle, stimmt. Ah, stimmt ja. Vielleicht doch erstmal die Dächer herstellen, damit ich gucken kann, wie viele Kristalle noch übrig bleiben. Ich kann nur 7. Ah, es liegt an dem Metall, an dem Metallbarren. Schon wirklich. Stört, ich hätte nur 99 drin. Hier ist auch noch 100, das ist der Kristall. Okay. Warte mal, packe ich das mal mit rein? Weil am Metall kann es nicht liegen. Könnte also eigentlich nur noch an den Kristallen liegen. Wie brauchen wir? Gammelfleisch. Rohes Fleisch, gekochtes Fleisch und für Narkose werden. 4. Vier sind 60. Am Polymer kann es nicht liegen. 480. Okay, es liegt am Metall. Ist aber nicht schlimm. Das heißt, wir bräuchten noch 80 Metall. Alles mit drin hier. Ha, 4 Kühlschränke. Top, baue ich. So viel habe ich noch nie auf einmal gebaut. Ja, das muss ich mal reinziehen. Krass, finde ich gut. Ja, auf Extinction versuche ich natürlich auch, weil es halt die Folgen sind, versuche ich natürlich auch vieles richtig oder anders zu machen, aber so. 4 Kilo wiegt der nur. Passt auf, wenn ich die gleich hinstelle. Das sind keine 4 Kilo, die ich da habe. So, welche Ecke wollte ich hinstellen? Hier, ne? Ja, hier ist es. Hier ist am meisten Platz.
Für die, die nicht wussten, wie der aussieht, sind niemals 4 Kilo. Ach, wie weit er in der Wand rein kann. Oh, entschuldigt. Oh, entschuldigt. Sehr nice. Bombe. Endlich können wir mehr Fleisch braten als sonst. Wusstet ihr, dass das Benzin sparender ist, wenn man den Fabricator die ganze Zeit anlässt? Ist die Frage, passen die da alle rein? Meine Küche? Wenn die Küche ist jetzt nicht gerade groß, ist aber auch nicht klein. Ja, also. Ja, easy hier in der Ecke 2 und da in der Ecke 2. Heißt mit dem Kabel noch nicht so weit, ne? Muss ich mich da auch nicht so bemühen. So, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht, wa? Schön daran, weil ich glaube, dann brauchen wir nur eine Steckdose pro Kühlschrank. Da werden wir natürlich auch wieder Materialien sparen ohne Ende. Sehr geil, finde ich gut. Und trotzdem ist hier noch genug Platz. Aha, Duschlinge hast du auch noch als versteckt. Sehr schön. So, Kabel und Steckdosen brauchen wir jetzt noch. Was brauchen wir hier noch für? Oh, Holz. Ah, oh, jetzt hätte ich das gerade weggepackt. Gut, ist nicht schlimm. Kabel kosten nur Metall. Das bräuchte ich nicht. Ich bräuchte auf jeden Fall nochmal 2 davon. Gerade Stromkabel. Das ist ein diagonales. Ja, und das ist ein senkrechtes. Nummer 10. Ich habe trotzdem 4 Steckdosen, weil ja, also mich immer auch nochmal sichern, habe ich wenigstens noch welche separat, dann bräuchte ich beim nächsten Mal nicht welche basteln. Okay, dann bräuchte ich jetzt jemanden, der etwas schneller ist, mit dem ich auch ein bisschen was tragen kann. Ach du. Hier, ich wollte schon sagen, wir bräuchten noch ein wenig Holz oder sind Raptoren drin. Raptoren sind da drin. Eigentlich bräuchten wir noch einen Raptor. Stück oder was? Das ist ein 24er Raptor gewesen gerade. Was haben wir da? 46er. Der ist gut. Und der dritte? Welcher davon ist jetzt der 46er? Da. Fuck you.
Ey, renn nicht weg. Ist das 46er? Nein, 44er. Ist egal. Mich auch noch, oder was? Ja, muss mein Agentur kurz denken. Oh, na gut, die sterben jetzt. Shit, das habe ich ja gar nicht zugebaut. Fuck, ich Idiot. Oh Gott. Oh nein. Na, jetzt sind der Raptor. Ach, Idiot, das ist zugebaut. Motherfucker, wo ist der hin? Okay, meine Dinos haben den gefunden. Mann, ich treffe den nicht. Ach, scheiß doch auf. Oh, Alter. Ach, Mann. Nichts wird mir hier gegönnt. Nichts, wirklich gar nichts. Alle meine Dinos, die ich zähle, müssen sterben. Selbst die, die ich gezähmt habe, sterben. Los, seid ihr jetzt. Ja, das Skorpion ist hier völlig überfordert mit sich selbst. Wie es ja immer Phase ist, bleibst du mit. Ich würde schon sagen, bleib jetzt stehen. Ja, jetzt brauche ich mir keine Sorgen machen, dass hier irgendjemand stirbt bei der Masse an Dinos. Die haben gerade einen Defender kaputt gemacht, die haben gerade drei Raptoren gefickt und. Alles, sie haben alles gemacht. Hier war der 44er, den wollte ich gerade sehen. Drei Pfeile verschossen. Ey. Mein Leben. Kurz gefasst, nein Spaß. Steckdosen, ich wollte eigentlich Holz sammeln. Eigentlich ist das Thema komplett verfehlt. Gut, ich nehme erstmal die 100er Stack nochmal raus. Ja. Können wir danach immer noch reinpacken. 1, 2, 3, 4. Stroh wird schneller verbaut als Holz, aber gut. Ist egal, ich muss jetzt auch nicht alles gleichzeitig fertig machen. Das
So, das muss ich natürlich jetzt testen, versuchen, um zu gucken, ob das auch alles so funktioniert, wie ich das möchte. Muss ich jetzt natürlich erstmal Benzin mitnehmen für den Generator. Ja, zu lange darf ich mich jetzt auch nicht feiern lassen, aber es wird noch ein bisschen halten. Ah, ich hätte noch eine fünfte Steckdose bauen müssen. Egal, wir können ja noch eine nach Nachhinein bauen. Stackigen den an. Bitte nicht, ich sag jetzt nicht, ich brauche eine Unterlage. Sag jetzt bitte nicht, ich brauche eine Unterlage. Du belastest mich hier gerade. Guck mal, was ist da? Ich kann so nicht arbeiten. Bitte nicht, ich brauche. Man die gar nicht für den Stromgenerator. Doch. Ja, was ist denn bitte der Einrasspunkt? Hier regelt es schon mal. Interessant zuzuschauen. Warum kann ich hier keine Steckdose platzieren? Ach, sag jetzt nicht, ich brauche einen gewissen Spalt, die muss da rechts daneben. Ach, die muss ja überhaupt nicht, die muss ja einfach nur vorgeklemmt werden. Ich habe das doch schon öfters gemacht. Ist das belastend. Joggt denn hier draußen jetzt gerade rum? Ist das nicht ein Raptor? Wieder draußen, aber geht das da draußen nicht? Ich brauche diese scheiß Steckdose. Ach ne, ist ein Enforcer. Wieder das sofort rangesteppt werden. Die vorne war ein bestimmter Punkt, wo die Steckdose ran musste. Gut ist, wenn man den Stromgenerator anhat und die Kabel verlegt, dann leuchten die so gut. Ja, der bekommt aber gar keinen Strom. Gut zu wissen. Ah! Trotzdem bekommt er keinen Strom. Aber guck mal, ich brauche gar keine Kabel mehr verlegen. Da draußen, seht ihr die schwarzen Striche?
Die versorgen jetzt alle Kühlschränke mit Strom. Meine Kette ist okay, Problem hat noch ein paar Kabel ranzustecken, ne? Könnt ihr jetzt irgendwo snappen? Okay, man braucht also ein Kabel um die Steckdosen. Hä, hey, brauchte man früher doch auch nicht, oder? Oh Mann, ich bin nicht mehr im Bilde. Merkt ihr das? Hast du die Steckdose mitgenommen? Ah, du Arschloch! Wow, alte Katze. Was für ein Profi. Siehst du, das brauche ich drinnen gar keine Steckdose. Eigentlich viel zu viel gebaut. Läuft. So muss das im Endeffekt aussehen. Also ich habe jetzt einfach nur, macht es am besten so wie ich. Baut euren Stromgenerator schön nah an die Kühlschränke ran. Dann braucht ihr einfach nur ein Kabel reinsnacken. Also so ein Kreuzkabel. Warum ist mir zu warm? Was ist denn hier los? Ist mir da drin jetzt warm geworden? Ja, wie gesagt, also so ein Kreuzkabel. Sobald es grün leuchtet, hinlegen. Steckdose ran. Und dann, ja, seht ihr, was passiert. So, wer wird jetzt angegriffen? Männers! Wir brauchen Unterstützung! Der will mein Pteranodon dann catchen. Defender. Ist ja schon der vierte oder was? Dankeschön, Pizzameister. Sieht gut aus. Ja, gerade eine Pizza bekommen. Von meinem Mitbewohner. Ja, schön, wenn man Mitbewohner hat, wo man sich die Arbeit ein bisschen aufteilt. Morgen bin ich zum Beispiel wieder dran. Ne? Ha, wenn ich morgen zu Hause wäre. Und man kam auch schön mit einer Verbeugung rennen. Also schon wieder 40 Minuten. Oh, ich komme einfach nicht weg. Das ist eine Sucht, sage ich euch, dieses Spiel. Es ist eine Sucht. Egal. Ah, jetzt flüchtest du, wa, du Pussy. Los, komm, geh drauf, du Hurensohn. Ja, Mann. Alte Katze, das ist eine schwierige Bude. Aber wie gesagt, ihr habt es gesehen. Wir haben es geschafft. Alter, du Endforcer, verpiss dich. Du nächste. Egal, wir beenden hier jetzt die Folge. Ist mir jetzt wurscht. Ich pack die gleich alle um. Viel zu eng hier alles. So. Ich brauche einen Dino-Platz. Ich brauche einen Dino-Anlageplatz. Ja, war eigentlich pure Verschwendung von den Kabel hier, aber okay. Jetzt wissen wir Bescheid und ich denke mal, das werdet ihr jetzt hoffentlich demnächst auch so machen. So, nochmal gucken. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Metall. Hatte ich gesagt, ja, blöd. Ne? Ich überlege mal zuerst mal. Haben wir alle fertig gebaut, dann kann ich die 76 erstmal rausholen. Kann ich hier noch mit zupacken. Ja, und dann können wir uns auch eigentlich demnächst sogar unsere Babyaufzuchtstation kümmern. Elf. Was brauchen wir? Brauchen wir noch Metall? 10 hat er gesagt, war. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich will die 12 haben. Ich will das Gewächshaus heute auch fertigstellen.
Nee, da fehlt noch was anderes. Ich packe jetzt alles rein, was ich habe, ne? Da kenne ich ja nichts. Gut, Zement hole ich dann auch nochmal neu jetzt. Wir haben jetzt erstmal alles. Klimaanlage können wir später noch bauen. Jawoll! Sehr gut, Leute, wir haben es geschafft. Jetzt bauen wir die Dächer. Ich stecke die schnell noch oben ran und dann beende ich die Folge. Auch wenn heute ein bisschen länger war, musste ein bisschen was aufholen, nachholen. Und wir haben in der Folge super viel geschafft. Also es ist auf jeden Fall richtig heftig. Wir haben vier Kühlschränke, wir haben eine fucking Industriegrill, wir haben unseren Stromgenerator zum Laufen gebracht. Wir müssen jetzt nur noch ganz viel Benzin brennen für den Fabricator, für den Stromgenerator und für den Industriegrill. Und dann haben wir unsere Küche fertig, bis auf den Kochtopf, der kommt da auch noch rein, aber das ist schnell gebaut. Und können uns dann voll und ganz, sobald das Gewächshaus auch gleich fertig ist, dem Lagerhaus widmen. Ne? Also haben wir so viel in einer Folge geschafft. Also ich bin echt überrascht, finde das mega gut. Ihr habt was zum Gucken, habt neue Erfahrungen. Wir sehen hier Kämpfe, wo meine Dinos alleine kämpfen, ohne dass ich auf irgendjemanden reiten muss. Außer jetzt zum Schluss auf den Triceratops, aber das muss jetzt halt einfach schnell gehen. Ne? Nicht, dass der noch irgendwas an meinem Haus zerstört. Also mega gehypt gerade. Das muss ich auch noch fertig bauen. Vergiss ich jedes Mal, wie die unter hier. Und finde ich gut. Also ich bin echt positiv überrascht so von unserem Vorhaben hier. Und das wird noch richtig gut, sage ich euch. Das wird noch richtig gut. So, und ja, ich bin jetzt auch schon so weit zu sagen, dass ich mir zutrauen würde, mit euch die Titanen zu bekämpfen, ne? Ich meine, das ist jetzt klingt jetzt ein bisschen übermütig, ne? Weil wir haben jetzt gerade mal hier angefangen, unsere Sachen hier zu bauen. Und Sachen bauen ist jetzt nur halb so schlimm wie Titan bekämpfen, aber ich weiß nicht, ich würde mit euch zutrauen zusammen. Ja, also wenn ihr da für seid und auch Bock habt drauf, denn warum nicht, wa? Ihr habt was zum Gucken und ich hab noch ein bisschen Action, ihr habt noch ein bisschen Action und das sind alles so Sachen, die finde ich, spielen damit ein, ne? Oh, Berliner Eck jetzt so krass. Ich bin nicht mehr Berliner. Gut, zwar in der Nähe, aber bin ich. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Uhu. Alter, was mache ich jetzt für ein Screenshot? Egal, ich probiere es gleich mal. So, und einmal. Du machst bitte den Screenshot, nichts anderes. Ich würde schon sagen. Und zweimal. Ich versuche die nachher irgendwie ein bisschen zusammen zu cutten. Ich habe keine Ahnung von Bildbearbeitung. So, ja, dann würde ich sagen, beenden wir hiermit die Folge. Ich drück auch gleich den Abo-Button. Nein, Spaß. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall dann noch oben da. Lasst es mich wissen, damit ich auch jederzeit weitermachen kann. Aktiviert auch das Abo-Zeichen. Wenn ihr auch Profi-Dino-Zähmer werden wollt, müsst ihr mich auf jeden Fall abonnieren. Sonst geht das nicht. Nein, Spaß, alles gut. Aber bitte abonniert mich. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ist natürlich völlig kostenlos. Ihr könnt mir dann nicht glauben, ich bin keine irgendeine Werbung, die euch sagt, 0,0% Zinsen verspricht. Und am Ende habt ihr hier das Inkasso-Unternehmen am Hals. Nein, YouTube ist völlig kostenlos. Ihr könnt mich abonnieren, ohne dass irgendwas euch da zerstört in eurem Leben, sondern alles läuft rein glatt. Und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar bei nichts. Wir haben alles fertiggestellt. Wir werden in der nächsten Folge das Lagerhaus weitermachen. Ich werde noch ein bisschen farmen gehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dahin.